Der Hon ist zurück. Auf geht's. Und das ist die schöne Stadt Wien und hier ist der Hon. Ja, und dieser Ausblick hier in diesem Hotel, das macht mir immer besonders viel Freude und deswegen wollte ich unbedingt hier loslegen. Das ist sehr schön hier. Man hat hier wirklich nicht nur einen wundervollen Blick, sondern das ist hier der Spa-Bereich, der Sauna-Bereich. Und also wenn man hier so rausguckt, es ist ein wundervoller Tag. Es darf losgehen. Wo geht's denn eigentlich hin heute? Heute geht's nach München. In eine weitere, schöne Stadt. Also so habe ich sie zumindest beim letzten Mal in Erinnerung gehabt, dass München doch recht angenehm ist. Gutes Essen, nette Leute. Ist das aber immer noch so? Das wird sich zeigen. Auch warum geht's nach München? Guck mal, ist da auch nett hier. Also ich finde auch wirklich, man kann sich hier so ein Kistchen hinpüddeln und dann. Und hinten dran, guck mal, der Blick. Ja, das geht. So ein bisschen kann man sehen. München ist folgendes angesagt, nämlich. Muss ich mal zeigen, ist ein bisschen mehr Licht. Mehr Licht, die letzten Worte von Goethe. Mehr Licht. Deutschland, Frankreich. Das ist ein sogenanntes Weltmeister-Showspiel, nämlich der amtierende Weltmeister gegen den letzten Weltmeister. Ich meine, das ist doch ein absoluter Traum. Und hier, bevor es dann jetzt losgeht, deswegen fange ich auch fittechnisch an. Hier ist eine kleine Sauna drin. Und zwar dampftechnisch, muss ich gleich wieder zumachen, weil Dampfsauna ist ja für die Kamera extrem gefährlich. Und hier gibt es die heißen, mal gucken, da noch keine, dass da nackt da drin ist. Da kann man hier die heißen Aufgüsse machen. Da ist so, ach guck mal hier, das kann man hier so reinsetzen. Da reinschütten. Dazu machen. Und dann könnte man sich jetzt hier bei 90 Grad. Schön, Sauna ist was Tolles. Vor allen Dingen gemischte Sauna, ne? Oder? Würde ich auch sagen, die gemischte Sauna ist das A und O. Der Koffer ist gepackt. Und von der Seite kann es jetzt losgehen. Auf geht's. So, was man jetzt hier so im Hintergrund hört, sind fleißige Menschen, die also es schaffen, morgens recht früh aufzustehen und sich schon fit zu halten. Das ist schon ein Wahnsinn. Meine, mit diesem wundervollen Blick, die Sonne dabei ist natürlich traumhaft, oder? Also dieser Blick ist doch wirklich toll. Dann da rauszugucken, schau mal hier auch nochmal. Wien zu Füßen ist natürlich fantastico. So, jetzt geht's aber los. Wir wollen da nicht weiter stören, denn ich meine, Menschen, die Fitness treiben, na gut, ich kenne hier einige, die mögen das gerne,
mit anderen zusammen schwitzen. Sie trafen sich morgens um 8, um nicht zusammen zu sitzen. Nein, sie trafen sich im Fitnessraum, um zusammen zu schwitzen. Also der Horn ist gut drauf, ihr merkt, es wird eine Traumreise. Ich darf euch, muss ich mal langsam hier meine Koffer packen, ich darf euch viel versprechen. Es wird eine bunte Reise, weil relativ viel drin ist. Und es wird eine sportliche Reise. Eine sportliche Reise in den Bereich von Weltmeister und Bayern und Allianz Arena und tolle Hotels und also ich habe euch auch viel mehr Wert versprochen. Es gibt viele Informationen über die Hotels, über das Fliegen. Ach, und jetzt geht es ja auch schon gleich hier runter auf den Weg. Ich muss nämlich erstmal bezahlen. Also Hotel auschecken. Mit der Südbahn. Kann man das sehen? Muss mal gucken. Süd. Da. Nein. Nein, da. Also mit der Südbahn geht es nach unten. Jetzt erstmal zum Auschecken. So, ich habe jetzt ausgecheckt, habe mir ein gemütliches Plätzchen an der Bar geholt, denn das Gute ist ja bei dieser Hotelgruppe, ich will nicht immer so viel Werbung machen, na gut, man kann ja, wenn es okay ist, kann man ja Werbung machen, dafür kann man ja auch sagen, wenn es nicht so gut ist und das mache ich ja. Also das soll auch ein bisschen der Mehrwert diesmal sein. Ich will auf jeden Fall euch auch etwas mehr über die Details erzählen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier in einem Hotel wie diesem ist, das ist ein Novotel in Wien, dann gibt es hier so Welcome-Drink-Voucher und die kann man für alles Mögliche einsetzen. Manchmal stellen die Hotels allerdings auch Bedingungen, finde ich nicht so toll, weil Welcome heißt, ich will ja den Gast speziell, ich bin Platinum-Member, will ich den Gast natürlich mit was ganz Besonderem erfreuen. Und wenn ich dann feststelle, das Hotel, wie zum Beispiel hier, da kann ich jetzt ein Cappuccino bestellen, ich könnte aber auch ein Gläschen Wein bestellen und abends könnte ich noch ein bisschen Schinken und Wein oder würde ich den Wein dazu kriegen. Das ist von Hotel zu Hotel wirklich unterschiedlich. Und da das so ist, will ich euch diese Unterschiede auch gerne unterwegs zeigen. Ich fliege ja jetzt nach München. Bin jetzt im Novotel und fliege dann nach München und gehe dort ins Sofitel. Aber der Weg dorthin, da gibt es noch so viele Stationen und das wird noch sehr spannend. Jetzt erstmal einen schönen Cappuccino. Schönen heißen Cappuccino morgens, das ist ja sehr wichtig. Wundervoll, vielen herzlichen Dank, dafür gibt es einen Voucher. Sehr perfekt. Danke sehr. Zum Wohl. Ich bedanke mich. Sieht sehr gut aus. Schmeckt auch gut, hoffe ich. Stumping down on the ground. You gotta take your chance, make your move, do your thing. Lose all your constraints, be yourself. So are you ready to lose control? Was ich ja, wenn ich in Wien bin, toll finde, oder auch in Österreich gibt es das insgesamt, auch manchmal in Bayern, man kriegt immer ein Glas Wasser dazu. Das ist ja Leitungswasser, ist ja königliches Wasser aus der Leitung. Besonders wertvoll. Auch hier wieder ein Mehrwert, weil der Körper braucht ja Flüssigkeit und von der Seite eigentlich eine ganz schöne Idee. Wobei man ja durch Kaffee jetzt nicht unbedingt Flüssigkeit verliert, sondern ja Flüssigkeit zu sich nimmt. Aber es ist einfach, um den Geschmack ein bisschen zu neutralisieren, wenn man jetzt nicht so einen tollen Kaffeegeschmack hat. Aber der ist gut. Ist okay.
Letzter Schluck Cappuccino. Auf geht's. Ich meine, wir haben ja reichlich vor. Tschüss. Es soll ja nun auch wirklich zur Sache gehen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe ja heute, das ist auch was Neues. Man kommt aus dem Hotel raus und erwartet natürlich einen Taxistand. Und hofft, dass man hier ein Taxi findet, wo man direkt loslegen kann. Jetzt gucke ich mal, ob das möglich ist. Moin. Ein Taxi zum Flug, zum Flughafen, zum, wie heißt das? Zum Haupt, ist das nicht der Hauptbahnhof? Das ist, wo Kett ist. Wo Kett ist? Ja. Das, wie nennt sich dieser Bahnhof? Ja, wollen Sie dort hinfahren? Dort will ich, genau. Zu Kett muss ich. Warum wollen Sie denn Kett? Jetzt müssen Sie 10 Euro zahlen. Jetzt Taxi zahlen Sie auch 15 Euro bis dahin. Haben Sie 25? Im Flughafen 36. Ja, aber so zahle ich nur insgesamt 20 Euro. Weil 10 Euro Taxi so ungefähr und 10 Euro für die Fahrt. Und diese Zeit? Weil man weiß ja immer nicht, ob der Verkehr funktioniert, oder? Ja, aber Verkehr ist, wie Sie möchten. Ja. Flughafen ist diese Richtung. Ja. Kehrt ist Stadt hinein. Aha, okay. Also ich würde sagen, ich nehme trotzdem mal, vielen Dank erstmal für die Information. Nein, das ist ja auch wichtig, weil Sie sind ja auch Unternehmer, Sie müssen ja auch sehen, dass sozusagen Sie mir ein Angebot unterbreiten, was interessant ist. Ne? Ja klar. Darf ich das noch mit da reinlegen? Na, ich hoffe, dass da nicht so viele Stiegen sind. Hä? Also, dann schauen wir mal. Viele Kunden wissen das nicht. Cat kostet ja 11 Euro oder so. 11 oder 12 jetzt geworden, glaube ich. Ah, ist teurer geworden, Cat? Ja, 12, glaube ich, was ich gehört habe. Ich bin selber nicht gefahren. So, das heißt, wir fahren jetzt los mit einem Taxipreis von? Von da bis Flughafen, egal, vom ganzen Wien, Flughafen 36. 36, aber ja. Hier steht doch diese Geschichte. Das ist nur, wenn Sie nicht ausmachen. Das gilt nur ohne, wenn Sie Funk, zum Beispiel wenn Sie über Zentrale anrufen, ja. Kostet 36 Euro. Ja. Und wenn Sie auch mit Fahrer einverstanden, wenn Fahrer sagt, okay, ich fahre auch 35 hier, Einsteiger, ja. Das gilt nur für Einsteiger. Aha. Also da kommen nicht diese 15 Euro noch zusätzlich. Nee. Die kommen dann nicht dazu. Okay, also das habe ich wieder neu gelernt. Ja. Heißt also, bestelle ich den Fahrer zum Flughafen, dann... Rufen Sie 40-100, ja. Und sagen Sie, ich will ein Taxi nach Flughafen. Ja. Dann automatisch, ich bekomme hier einen Auftrag, ja. Steht oben nur 36. Taximeter schalte ich nicht ein. Ich fahre so und kassiere ich mein 36. Aber wenn Sie, so wie jetzt, Taxistandplatz kommen, ohne zu mit mir etwas unterhalten, sagen Sie nur Flughafen. Ich mache Taximeter auf, keinen Zuschlaggebühr, nur die 13 Euro Tourgeld verlange ich. Aha. Dann kommen Sie auf 40 irgendwas. Genau, genau. Ja. Aber wenn Sie mit mir reden und sagen Sie es, okay, um 35 fahren wir los, von da fahre ich sicher. Interessant. Aber von 19.40 Berg oben fahre ich nicht. Klar. Also von hier zum Flughafen, das ist auch wieder die Frage, von wo Sie losfahren. Ja, aber wenn über Zentral ist, kommt drauf an, von der Wünsche von der Fahrer. Wenn der Fahrer einverstanden ist, ja. Nimmt er. Wenn er sagt, von Berg oben, ich fahre um diese Stau nicht im Flughafen, ja. Dann nimmt er nicht, nimmt der andere Kollege. So, wenn Sie jetzt hier starten, das heißt, ich sage jetzt, ich möchte jetzt zu Kett, mit welchem Preis starten Sie jetzt hier? Taximeter. Ah, das ist der normale Taximeter. Taximeter-Preis. Und wie ist der Startpreis? Startpreis ist 3,80. 3,80. Ja. Also das heißt, diese 3,80, die hat man immer. Das ist sozusagen das ist Standard. Immer Standard. Und wenn Sie jetzt... Plus, wenn Sie bestellen, plus 2,80 Anrufgebühr, automatisch 6,60 haben Sie Stand. Aha, man zahlt, wenn man ein Taxi bestellt, nochmal zusätzlich 2,80. Zusätzlich 2,80. Und wenn ich das Taxi wie jetzt bei Ihnen hier direkt am, am Hotel nehme, dann fallen die 2,80 weg. Also wenn ich unterwegs bin und ich will noch unbedingt Geld sparen, ja. Habe ich die Möglichkeit nochmal 2,80 zu sparen. Die Menschen wollen sparen. Ja, ich sage immer... Das sage ich auch immer. Das ist ja in Ordnung, man kann das ja verstehen. Ne? Ja. Ich sage ja auch Kunden immer, sie sind gerade Standplatz selber gekommen, eingestiegen, was uns auch manche Bücherkollegen rechnet die 2,80. Ja. Das nehmen Sie nicht. Sagen Sie. Ah, das kommt auch nochmal, das machen auch wieder Kollegen. Kollegen. Da ist immer der Mensch. Das ist der Mensch, wie er das sozusagen sieht. Ich sage immer vorher,
bitte passen Sie auf, wenn Sie bestellt haben oder nicht bestellt. Ja. Zum Beispiel, wenn bestellt ist, ich komme zu Ihrem Fuß. Dann sind es 6,80. 2,80. Genau. Also dann kommt diese Anfahrtgebühr 3,80 plus 2,80 dazu. Ja. Und wenn man dann zum Hauptbahnhof fährt, dann ist man locker bei 15, 16 Euro. Ja. Wo fahren wir jetzt? Zum Hauptbahnhof. Zum Kettbahnhof. Wie nennt sich diese Mitte? Bahnhof Wien Mitte. Mitte. Wien Mitte. Also man muss Wien Mitte sagen. Okay. Ja. So, wir haben jetzt einen Preis von 11 Euro. Ja. Und da gibt es natürlich bei so einem tollen Taxifahrer einen guten Tipp, ist ja logisch, oder? Das muss sein. Nur für alle. Gutes Tipp. Was ist ein gutes Tipp jetzt? Gutes bei 11 Euro, was würden Sie dann erwarten? 11 Euro, was würden Sie erwarten? Wenn ich Ihnen dann 15 gebe, ist das okay. Super. Dann sagt man, okay, so muss das sein, oder? Perfekt, ja.